TV zum Thema, fühlt sich angegriffen, weil er etwas sachlich kritisiert hat. Sie kommt mit Kritik nicht klar. Ist eine Person so geprägt von Doppelmoral und moralischer Verderbnis, würde ich schon fast sagen, schon tiefe, tiefe Abgründe, die sich da auftun. Jemand, der in seinem Stream sagt, ich konsumiere keine Nestlé-Produkte, ach, feiert mich bitte dafür, so ungefähr. Ach, ich bin so toll. Ja, das sind so richtig so erste Weltprobleme. Ach, ich bin, wie stark ich doch bin. Aber dann lässt man sich von einem der schlimmsten, verbrecherischsten Konzerne der Welt kaufen, und zwar TikTok, die direkt an das Unrechtsregime Chinas angeschlossen sind, die also direkt oder indirekt die KZs, in denen Uiguren vernichtet werden und gefoltert und vergewaltigt, mitfinanzieren. Davon lässt man sich bezahlen, da macht man Werbung für, da geht man da bei der Gamescom auf eine Bühne. Puh, wie ekelhaft, wie ekelhaft muss ein Mensch sein, um so einen moralischen Spagat hinzubekommen. Chaos, Dankeschön für die 100 Bits. Das ist also, das funktioniert einfach nicht. Sie wurde auch in ihrem Stream gefragt, warum sie das denn gemacht hat. Und dann sagt sie, dass man doch auf Social Media, das muss man aktiv sein. Niemand hat sie gefragt, ob sie auf Social Media aktiv sein muss. Niemand kritisiert sie dafür, dass sie auf TikTok ist. Oder irgendwo auf irgendeiner anderen Social Media Plattform. Es geht darum, dass man sich bezahlen lässt. Dass man sich bezahlen lässt von TikTok, um Werbegesicht zu sein, um Moderation zu machen. Das muss man nicht. Da geht es nur ums Geld. Das hat sie gemacht, weil es Geld bringt. Dann wurde sie gefragt, und darauf werde ich auch noch ein eigenes Video machen, dann wurde sie gefragt, ob sie dort Kritik hätte äußern können. Dann sagt sie auch noch ja. Hat sie Kritik geäußert? Nein, hat sie nicht. Hätte sie mal auf der Bühne gemacht. Hätte sie mal auf das Leid Uiguren. Sie weiß noch nicht mal, wie man Uiguren ausspricht. Das war ein Riesenthema. Achmat ist ja hier auch im Stream. Achmat hat zum Thema gemacht. ABK hat zum Thema gemacht. Isam Bayan hat zum Thema gemacht. KuchenTV hat zum Thema gemacht. Ich habe zum Thema gemacht. Das muss man sich doch mal geben. Dann spricht sie noch nicht mal diese Volksgruppe richtig aus. Sie weiß gar nicht, wer das ist. Aber Hauptsache Geld kassieren von TikTok. Wenn sie noch einen Hauch Anstand hat, erstmal diese Anzeige ist Quatsch, aber wenn sie einen Hauch Anstand hat, legt sie offen, wie viel Geld sie bekommen hat und das spendet sie an, es gibt eine Uiguren-Organisation, die habe ich in einem Video verlinkt, die gibt es auch hier auf YouTube und spendet dort das Geld hin. Nur ein Hauch Anstand. So, sorry, das triggert mich, wenn Menschen hier auf moralisch tun, dann auch irgend so einen beschissenen Preis bekommen für eine Leistung, die sie nicht erbracht haben, um sich einfach nur loben zu lassen. Das ist Gratismut. Einfach nur Gratismut. Man sitzt da im sicheren Deutschland und sagt, ach ja, ach ja, ach, ich werde nur angegriffen, weil ich eine Frau bin. Nein, weil du heuchelst. Und jetzt zeig mich bitte auch an, ich habe auch Rechtsanwalt Rosenau, bist genauso mit Scheitern. Das ist halt, mit harter Kritik muss man umgehen können. So wie es in den Wald hineinschallt. Und wenn man die ganze Zeit KuchenTV zum Thema macht und sich dann moralisch erhebt, auch in dieser Dekadent-Bubble. Sorry, dann gibt es auch mal Widerworte.